Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Gameplay mit neuer Gigatrobia. Und los geht's. Ja, das ist jetzt hier alles so speedrunnig, weil es geht einfach jetzt viel, viel zu schnell hier mit Garuda auf Hard. Aber es liegt daran, weil eben halt Leute hier ihre Nexus-Waffen und so weiteres erfahren. Und dann ist es eigentlich auch nicht so schwer. Die Leute haben auch schon High-Equipment, wie ihr seht. Und deswegen verläuft das auch alles ziemlich schnell. Eigentlich voll Wahnsinn, wie schnell dieser Kampf geht. Früher war das noch gar nicht denkbar. So, Garuda geht nach oben und setzt dann halt ihr Mystery-Song ein. Ja, da sollte man eigentlich immer hinter den Felsen versteckt sein, aber wenn man schon so Equipment hat, dann nimmt das so gut wie überhaupt keinen Schaden mehr. So, aber wir kämpfen weiter gegen Garuda. Sie setzt halt dann ihre schneidenden Winde ein, aber die werden immer schnell sofort eliminiert. Vielleicht drauf gecastet oder so. Also war auf jeden Fall astrein, wie das so verlaufen ist. Also schön draufgeklatscht da erstmal gegen die Ads. Ja, währenddessen haut man weiter auf Garuda ein. Man muss eben halt so ein bisschen so auseinanderbleiben, weil sie so ihre Wind einsetzt. Also sie schmeißt so welche Windkugeln auf jemanden, macht halt auch AOE-Schaden. Und währenddessen geht sie halt wieder in die Mitte, dann kommen wieder ihre Adds. Ja, dann hauen wir eben halt weiter drauf auf sie ein. Also da kommt ja eben halt nicht allzu viel was. So, bis sie eben halt wieder nach oben geht. So, währenddessen kann man sich ruhig um die Ads kümmern, falls er möchte. Es ist jetzt nicht so zwingend, weil steht sowieso eh alles. So, jetzt setzt sie ihre Ulti ein und wir kommen dann schon zum nächsten. So. So, jetzt haben wir alle wieder weiter auf Garuda. Jetzt wird sie zu einer Position hin positioniert, weil gleich diese Wirbelwinde kommen. Und da sollte man sich im Inneren nicht also nicht befinden, weil sonst man weggeschleudert wird. Und deswegen sollte man die eben halt vermeiden. Also sollte man sie eher dahin positionieren, wo man jetzt nicht getroffen wird von den Wirbelwinden. Wenn man so lange noch sie einattackieren kann, passt das alles. Also ist das nicht halb so wild. So, und dann kommen wir gleich zu der interessantesten Sache. Was natürlich auch beachtet werden muss, aber ist jetzt nicht so schwer. So, jetzt kommen ihre zwei Schwestern am Ende. Dann sollte man sich erstmal um die Grüne kümmern. Ich habe da jetzt eine 1 markiert, damit ihr schon mal wisst, wen ich meine. Also die Shirada. Manchmal kann es auch Sopara sein. Auf jeden Fall die mit den Grünen, weil sie so gesehen Garuda mit HP versorgt. Und das wollen wir eben halt schnell kappen. Und danach kümmern wir uns um die Rote, weil die eben halt Garuda für mehr Schadensbonus sorgt. So, währenddessen sie eben halt besiegt werden, haben wir noch den letzten Rest auf Garuda ein. Und das wäre eigentlich danach dann gewesen. Ja. Also, Wahnsinn, wie schnell das jetzt geht, so, ne? Ja, das wäre es eigentlich soweit. Viel müsst ihr nicht beachten. Ihr werdet ja auch selber so welche Leute erleben, die so schnell durchrushen. Aber ich wollte euch halt das ein bisschen erklären. Also viel Spaß und danke auf jeden Fall fürs Zuschauen.